So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei JP. Ich bin ein Idiot. Und warum und was das alles mit einer Tradition hier auf dem Kanal zu tun hat, das gibt's jetzt. Wir spielen heute nochmal Sandy Claus, weil ich da Spaß dran habe. Also folgende Sachen. Ich habe eben schon mal einen Part aufgenommen. Ja, habe ich. Tatsächlich. Habe ich gemacht. Eben gerade. Vor 2 Minuten. Und ich habe dabei sogar coole Sachen erzählt und wir sind einem wirklich coolen Deck begegnet, einem fokussierten Angriff-Deck. Dummerweise ist dabei... Oh, wir spielen nochmal gegen ein fokussiert. Alles gut, alles gut. Aber beim letzten Mal habe ich gewonnen. Ich weiß nicht, ob ich das wiederholen kann. Nee, folgendes. Mir ist gestern etwas dämliches... Nee, vorgestern etwas dämliches passiert. Der Part war schon aufgenommen. Und ich war ein bisschen müde und ich habe dann so da gelegen und habe gedacht, ja, jetzt möchtest du etwas auf deinem Fernseher gucken. So, ich den Ton auf dem Fernseher umgestellt, meinen Fernseher als Ausgabegerät eingestellt, mich hingelegt, das Headset auf den Boden gelegt, also wirklich, ich habe ja hier so... quasi mein Bereich, wo ich mein ganzes Zeug draufstelle. Und davor habe ich es einfach auf den Boden gelegt. Das mache ich meistens. Auch wirklich vorsichtig halt auf den Boden gelegt. Es sind halt immer noch empfindliche Geräte. Und wie empfindlich, das hat sich dann gezeigt, als ich wieder fertig war. Und mir nichts dabei gedacht habe. Nehme mein Headset nämlich wieder auf. Setze es wieder auf. Stelle wieder um. Mache mir Musik an und stelle fest... ich habe rechts keinen Ton. Und dann habe ich getestet, ob das an irgendwelchen Treiber-Updates, an Einstellungen oder an bliblablub liegt. Nein. Irgendwie hat sich in dieser Zeit bei meinem Headset in der rechten Ohrmuschel ein Kabel gelockert. Und ich hatte keinen Ton mehr in meinem rechten Headset. Und es ließ sich nicht beheben. Und ich weiß, die Dinger sind relativ... gruselig, wenn du die löten willst und die halten auch nicht wirklich gut, glaube ich. Und ich bin jetzt auch nicht der beste Löter, muss ich halt leider sagen. Ich kann nicht wirklich gut löten. Ich bin ehrlich, ich kann nicht gut löten. Und das ist ein Problem. Weil im Endeffekt sitze ich dann da und denke mir, yo, was machst du jetzt? Und es ist ja schon fast ein Running Gag, oder? Dass ich hier auf dem Kanal ständig ein neues Headset brauche. Also jedes Jahr ein neues. Und das ist mein aktuelles. Das ist ein Shakun Skiller SGH? Irgendwas? Keine Ahnung. Leute, ich bin so schlecht mit Namen. Es ist unglaublich, dass ich... SGH3, glaube ich. Dass ich das überhaupt so gut hinkriege. Ja, das ist ein... 60 € Headset jetzt gewesen, aber ich glaube, es hat einen ganz guten Ton. Das müsst ihr mir nämlich jetzt sagen. Wie klinge ich? Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bis ich den ganzen Kram eingestellt habe. Und das bringt uns auch dazu, warum ich schon mal einen Part aufgenommen hatte. Ich hatte das falsche Mikrofon an. Es war mein Außenmikrofon von meinem Laptop. Und ich klinge darauf kacke. Und ich habe die Spuren nicht einzeln. Das heißt, ich kann es nicht mal nachsynchronisieren. Aber ich finde, für ein 60 € Headset ist das wirklich okay, weil den Kack, den ich da mit den anderen Headsets hatte, die dann absolut blöde Mikrofone hatten, das tue ich mir nicht nochmal an. Muss ich ganz ehrlich sagen, will ich nicht. Was bist du denn für eine Rolle? Es gibt rasende Wut. Okay, das heißt, er hat jetzt einen zusätzlichen Angriff. Und ihm werden durch Angriffe weniger Schaden zugefügt. Warum werden ihm durch Angriffe weniger Schaden zugefügt? Achso, wegen der einen Faustenergie. Steinenergie ist das. Wegen der Steinenergie. Ja, aber sag mir mal auf jeden Fall, wie ich mich anhöre, ob das gut klingt, ob das alles okay ist, weil ich habe das Headset jetzt bestellt gestern und es ist schon da und
Ich habe erstmal, also das darf man ja eigentlich gar keinem erzählen, ich mach's trotzdem. Ich habe mich erstmal angestellt wie der letzte Vollidiot. Weil das Headset hat nicht so schöne Tasten an der Seite, links, wie mein altes. Es hatte halt so einen Mute-Knopf und so einen Dreh-Knopf, um lauter leiser zu machen und so zu so Spirenzchen. Also wirklich so Lux, wow. So Luxussachen, die ich auch wirklich toll finde, also. Ich habe gerade kein Glück. So wirklich tolle Sachen, die ich wirklich klasse finde, hatte ich. Und die habe ich jetzt nicht mehr. Es gibt theoretisch eine Soundkarte, die da dran hängt, die für den USB-Port ist, damit das alles schön klingt, was ihr jetzt hört. Die funktioniert auch gut. Das Problem ist, die hängt direkt am USB-Port. Also wirklich direkt. Direkt da dran. Nicht irgendwie 20 cm weiter, also ja, 20 cm sind es schon, aber auf kein Millimeter mehr. Wirklich. Das Ding hängt auf dem USB-Port. Das ist so. Also für mich geht's. Bloß das Problem ist, das ist halt. Ich müsste es rechts bedienen, das heißt mit der Hand, mit der ich eh an der Maus bin. Und dann habe ich auch über den PC lauter leiser und gemutet und was weiß ich nicht alles gemacht. Ist ein bisschen doof, weil normal habe ich das immer mit der linken Hand gemacht, die Nicht-Maus-Hand. Bloß, ich habe das Headset halt am linken USB, am rechten USB-Stick, weil da meine 3.0er USBs liegen. Ja. Ist ein bisschen doof. Und stellt euch das mal für PC-Nutzer vor, also wirklich Tower-PC. Nicht wie ich, so ein kleiner Laptop-Nutzer, sondern so einen richtigen Tower. Oh Gott, unsere Anacondas sind weg. Weil das ist wirklich ein großes Problem. Stellt euch mal vor, ihr probiert da euren Laptop, euer Ding zu benutzen. Die Soundkarte funktioniert überhaupt nicht, weil ihr müsstet unter euren Schreibtisch krabbeln, um da drauf zu drücken. Ist ja auch doof. Also das ist wirklich ein Design-Fail. Das hätten sie näher ans Headset machen können. Aber gut, mit der Soundkarte, das ist nämlich das. Also, es ist ein super Headset. Es hat einen tollen Klang, es ist wirklich gut. Aber es ist umständlich wie Sau. Weil das hat eine einzelne Klinke als Ausgang. Also wirklich so eine. Was er da gemacht hat, war das Dümmste, was er hätte machen können. Er hätte uns jetzt fertig machen können. Er hat er aber nicht. Selber schuld. So, jetzt. Komm schon. Ja, es hat eine einzelne Klinke, wie gesagt. Und mit Einzelklinken ist das immer so eine Sache. Wie gesagt, der hätte nur unser Sanaconda fertig machen müssen. Das war wirklich ein Fehler vor dem Herrn, wie man so schön sagt. Oh ja, Rocco. Ich hätte gerne die da alle wieder und ein paar Energien. Ah, eine Energie. Na gut. Ja, waren genug Energien dabei. Das war ein dummer Fehler von unserem Gegner. Also, das Ding hat einen einzelnen Klinkenausgang. Wenn man das direkt an den PC anschließt, klingt man aber ein bisschen dumpf, habe ich mir sagen lassen. So, dafür gibt es die Soundkarte, weil man kann auch an meinem Laptop liegen, weil mein Laptop halt Sound nicht so gut verarbeitet. So. Ich also das Ganze an die Soundkarte angeschlossen, beziehungsweise man kann es nicht direkt an die Soundkarte anschließen. Da kommt nämlich der nächste Schwachsinn. Wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Der nächste Schwachsinn ist nämlich, man muss, um an die Soundkarte anzuschließen, getrennt Kopfhörer und Mikrofon haben. Dafür muss ich das Headset erst mit der einen Klinke an einen Klinkensplitter einsetzen. Der Klinkensplitter teilt mir das Signal dann in Kopfhörer und Headset und die muss ich dann wieder auf die Soundkarte machen, damit ich sie dann am Ende an meinen PC anschließen kann. Also der umständlichste Dreck schlechthin. Aber es funktioniert, man klingt gut. Und außer man macht den Fehler, weshalb ich mich am Anfang gewundert habe, warum mein Mikrofon nicht funktioniert. Und ich hatte halt keinen Ton an zu dem Zeitpunkt, sonst hätte ich es gemerkt.
Beziehungsweise Ton war super leise, wenn ich es gemacht habe. Wahrscheinlich durch den Splitter sind die Signale trotzdem ein bisschen gemixt worden. Ich habe nämlich als Idiot die Beschriftung auf den einzelnen Knöpfen nicht richtig gelesen und dachte, ich hätte sie richtig verkabelt, aber nein. Der gute Wolf, der letzte Depp, hat einfach das Mikrofon in die Kopfhörereingang gemacht und den Kopfhörer in den Mikrofoneingang und hat sich dann gewundert, warum beides nicht funktioniert. Als ich es gemerkt habe, war das auch so ein "Mein Gott, bist du blöd" Moment. Also wirklich, ich habe echt gedacht, ich habe einen Schaden. Und nachdem ich das dann aber alles richtig verkabelt hatte, war es ganz gut. Und es funktioniert jetzt auch. Hört man ja, dass es funktioniert. Jetzt ist halt bloß von euch, kriegt das neue Headset ein Approved von euch? Klinge ich gut? Oder sagt ihr, Wolf, letzte Dreck, schick's wieder zurück. Du klingst kacke. Kauf dir endlich ein Studio-Mikrofon und nimm nicht mehr im Bett, sondern mal am PC auf. Am Schreibtisch. Wurde ich auch letztens so schön gefragt von einem Freund. Hier, ist das eigentlich der Schreibtisch, an dem du immer streamst, sage ich. Nee. Das Bett ist der Schreibtisch, an dem ich immer streame. Ich bin mega voll, also ich mache nicht alle Aufnahmen. Muss man auch sagen, ich setze mich manchmal auch an den Tisch oder zumindest hier vor den Stuhl und nehme Sachen auf, also weil ich wirklich sitze. Ich meine, ich sitze auch im Bett, so ist nicht mit dem Laptop auf dem Schoß. Aber es ist tatsächlich so, dass ich meistens bei meinen Aufnahmen im Bett sitze. Das ist ein interessantes Stahldeck, was unser Gegner da spielt. Es ist halt einfach so, es ist einfach mega bequem. Und manchmal möchte ein Wolf einfach bequem sitzen. Dann ist ihm auch egal, ob er dafür dann nicht ein Studiomikrofon benutzen kann, obwohl ich könnte auch hier ein Studiomikrofon benutzen. Ich habe halt bloß immer Angst, dass es mir dann ein bisschen im Bild hängt. Also wirklich so vor der Rübe, dass es mir im Weg ist. Dass es mich stört. Dafür habe ich immer ein bisschen Angst. Sonst würde ich mir mal tatsächlich ein Studio-Mikrofon kaufen. Weil ich habe ja tatsächlich auch Headsets, die wirklich gut vom Ton her funktionieren. Dann hätte ich jetzt gesagt, ich kaufe mir ein Studio-Mikrofon mit Set. Und wenn das jetzt auch nochmal kaputt geht, dann kaufe ich mir auch einfach so ein Set mit Arm, dass ich das zu mir klappen kann und bliblablub. Habe ich aber jetzt erstmal nicht vor, weil ich... Das ist halt auch das Problem... Zum Beispiel nächste Woche. Meine Schwester wurde jetzt getestet, weil die war ja in Quarantäne und ob die jetzt wieder raus dürfen. Und es sieht so aus, als ob sie nächste Woche wieder raus dürfen. Und dann haben wir wieder mal gewonnen. Und dann will meine Schwester, dass ich vielleicht mit nächste Woche auf meine Nichten aufpasse. So. Ist es eigentlich meine Nichte, meine große Nichte oder beide Nichten? Ich habe es ja schon mal gesagt. Zur Großen, mit der Großen ist einfach, weil die Große... Die mag so die Sachen, die ich mag. Das heißt, mit ihr zu reden ist einfacher. Aber mit meiner kleinen Nichte, da habe ich halt so nichts gemeinsam. Die will immer irgendwie Puppen spielen und alles, was sie den ganzen Tag macht, ist frisieren und schön. Und die mag halt so wirkliche... Ja, es ist heute zwar nicht mehr zeitgemäß, aber Mädchensachen. Ja. Mein Vater sagt immer, die ist so ein typisches Mädchen. Wobei das nicht stimmt. Ich befürchte, meine Nichte wird so eine, die später mal so schön und schminken und Ich befürchte, es geht in die Richtung. Und ich persönlich finde es nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich mag so Leute nicht. Und ich hoffe wirklich, sie kriegt da noch die Kurve.
Und wenn es dadurch ist, dass ich ihr das sage. Und mit der Großen ist halt einfacher. Und ja. Das heißt, mit der Kleinen tue ich mir halt immer so ein bisschen schwer, was zusammen zu unternehmen. Weil mit der Großen kann man mal irgendwas basteln oder kann man mal irgendwie Brettspiele spielen oder kann man auch mal an der Switch spielen. Und das sind halt so Sachen, das macht die Kleine noch nicht. Oder weil sie keine Lust drauf hat. Und das ist für mich halt dann immer ein bisschen schwer. Weil ich habe keine Ahnung von Schminken und ich habe auch keine Ahnung von all dem anderen Kram und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel Lust drauf. Ich weiß, als Onkel muss man auch mal in den sauren Apfel beißen, aber trotzdem. So, und jetzt verpassen wir dem Fieder erstmal eine Abreibung. Halbwegs. Er ist schon unser erster Befehl vom Boss gegangen, schade. Ja, aber es sieht wohl so aus, als ob ich dann nächste Woche auf beide Kinder aufpassen muss. Und das bringt uns zum eigentlichen Thema zurück. Ich muss dann wahrscheinlich Aufnahmen auch bei meinem Vater machen. Ich habe jetzt zumindest ein bisschen hingekriegt, dass ich zumindest Sachen hochladen kann. Nicht die Welt, aber ich kann zumindest ein bisschen was hochladen. Und dann werde ich Aufnahmen auch da drüben machen müssen. Werde ich nicht drumherum kommen. Und da ist halt immer die Sache, wenn ich drüben aufnehmen muss, ich mache das auch wirklich gerne, ist alles kein Problem. Aber es führt halt dann dazu, dass ich die Sachen dann, ja, dass ich da mein Equipment brauche. Ich brauche da meinen Laptop, ich brauche da mein Mikrofon, ich brauche, ja, meine Software und alles. Das ist halt auch so der Grund, weshalb ich bisher mich zum Beispiel, super, habe ich nur schlechten Kram, mich so ein bisschen zum Beispiel gegen Dings gesträubt habe, dagegen mir ein Tower zu kaufen oder dagegen mir ein Mikrofon, so ein Standmikrofon zu kaufen. Einfach weil ich dann denke, dann muss ich den Kram mitnehmen. Und ja, das kriege ich dann tatsächlich schlechter rüber, als wenn ich einfach mein Headset mitschleppe, so ungefähr. Und ich sehe gerade, wir verlieren gerade Haus hoch. Ja, es ist halt einfach leichter. Und ich schaue einfach mal, wie nächste Woche wird. Also vielleicht habe ich ja Glück und ich muss gar nicht rüber, das wäre das Schönste, weil ich muss sowieso ein paar Tage hier sein, weil ich einen Ferienkurs Nachhilfe gebe. Also von daher kann ich sowieso nicht die ganze Zeit bei meinem Vater sein. Naja, wir gehen zumindest mit Preisrennen. Letzten Part habe ich alles gewonnen. Das war schön. Ja. Also den Part, den ihr jetzt nicht gesehen habt. Aber von der Länge her ist der hier sogar noch länger. Noch mehr Content. Ja, müssen wir mal schauen, wie das nächste Woche so ist. Ich habe ja nächste Woche, auch exklusiv am Mittwoch, haben wir Wolfbeit LP Jubiläum. Wirklich wahr. Wir haben Wolfbeit LP Jubiläum. Also, Jubiläum bedeutet ja eigentlich nur Jahrestag, ne? Nicht, dass ich jetzt einen Fehler mache und dass das wäre 10-jähriges, nee. Wir haben also 7 Jahre Wolfbeit LP. Feiern wir, glaube ich, am Donnerstag. Oder ist es schon durch? Wartet mal, das interessiert mich jetzt. Das interessiert mich. Das muss ich jetzt kurz mal recherchieren. Wann ist der Kanal entstanden? Kanal ist entstanden. Stand doch mal irgendwo. Hier. Nee, dritte, dritte. Ha! Wir sind schon. Wir sind schon 7 Jahre. Leute,
Wir sind 7 Jahre lang hier. Ich hatte irgendwie 14.4. im Kopf, aber nee, es ist schon einen Monat her. Wir haben 7 Jahre Wolfpack LP. Leute, 7 Jahre. Mein Gott, bin ich alt und ich verdiene immer noch nichts mit YouTube. Aber es macht nichts. Vielleicht, ihr seid ja immer so nett und spendet mir in den Streams zumindest ein bisschen was. Das ist immer ganz, ganz lieb von euch. Also nicht immer, aber zumindest in den großen Streams, wenn es um was geht. Ich möchte auch mal wieder so einen Mario-Stream machen. Müssen wir mal schauen. Also, da überlege ich mir was. Gut, Leute. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es dann weitergeht. Mit dem Pokémon Trading Card Game und schaut auch in die anderen Projekte rein. Mal gucken, vielleicht setze ich mich hin und nehme jetzt übers Wochenende noch ein bisschen was auf. Ich möchte ja auch ein Point-and-Click-Adventure Baphomets Fluch machen. Auch wenn ich derzeit Point-and-Click-Adventure laufen habe, ich habe richtig Bock drauf. Leute, Daumen nach oben da lassen, nettes Kommentar und wir sehen uns, wenn es weitergeht. Bis dann, euer Wolf. Und nicht vergessen zu sagen, wie das Mikro ist.